Mein Sohn hat das Leben ihres Kindes gerettet und Sie sorgen sich nur um ein paar Schuhe? No? Roxy, Jake, es tut mir unendlich leid, wie ich mich benommen habe und das schließt auf diesen blöden Haarschnitt ein. Kommt, gehen wir wieder zu unserem perfekten Messiheim. Wie fantastisch schreibt sich Calculus auf Abacus. Nimm das, Shakespeare, du blutiger Anfänger. Sheila, was zum Denker? Was? Jetzt lass die Schuldkeule mal lieber stecken. Wie kommst du da auf mich? Es steht sogar drauf. Und er nervt, seit wir in den Canyon gestürzt sind. Allerletzter ungeöffneter Koffer. Wenn ich den aufmache, heißt das, wir bleiben für immer in diesem Canyon. Genauso war das Öffnen der letzten Flasche Magenmittel für mich. Aber dafür gab es dann zwei Gründe. Grund 1, ich habe sehr schlimme Blähungen, wie du ja weißt. Und Grund 2, weil wir sowieso nie aus diesem Canyon rauskommen. Aber ich vermisse mein früheres Leben da oben. Früher war ich so eine dynamische, energetische Mutter mit Beruf, die alles macht. So wie ich. Und nun bin ich nur noch eine kleine, unbedeutende Gefangene von Felswänden. Ah, das erinnert mich an so einen Frauengefängnisfilm, den ich mal gesehen habe. Mann, die Luder haben absolut alles für ein paar Zigaretten gemacht. Hier, bitte, Schwester Mary, wir haben alle Bücher aufgenommen. So können die Blinden sie wenigstens hören. Wie schön. Hier sind die vereinbart eure Zigaretten. Wow, ich dachte wirklich, da würde was anderes passieren. Ja, ich auch. Wäre fast nicht zum Ende gekommen. Hallo. Family drives a canoe and is down. The next stop, they drop Will's hair.